die Misai ist der Höchstbietende. MLP verkündet er, ich flipp aus. Ja, jetzt sind ihr euch fragt, was das für ein Game ist. Herzgold. Ey, das ist... Habt ihr euch bei die Preise angeguckt? Ey, manche sind ja richtig krank ey, im Internet, ey. 100 Euro. Der andere, das ist lustig, ey. Ist bei Herz, wenn ihr Herzgold dort kaufen wollt, ich meine, worauf ich geachtet habe, ist, dass der Pokewalker dabei ist und diese alle Verpackung halt, ne? Und da ist so ein Witzbold bei eBay, der schreibt dort rein, Spieß neu. 200 Euro will er dafür sehen. Was sieht man auf dem Bild? Das Spiel komplett ausgepackt, ne? Oh, das ist ja... Das war ein Sniper jetzt richtig, ey. Das Spiel komplett ausgepackt, ne? Anleitungen, alles und so weiter und so fort in die CD-Hülle gelegt. Und dann schreibt er in die Beschreibung den Zustand von dem ganzen Zeug hier. Schreibt er hin, Spiel neu. Anleitung neu. Verpackung neu, aber schon offen. Dann guckst du dir die ganzen... Handbücher an, haben die Knicke drinne, wo ich mir dachte, du bist ein Quatscher, das ist auch neu oder was hier. Neu wäre das, wenn das Ding komplett verschweißt ist und nicht fünfmal noch verpackt ist, ey. Fünfmal ausgepackt und wieder eingepackt. Und dann schreibt er noch hier, Originalverpackung neu, aber mit Lagerschäden, so weißt du, wo ich mir denke, ja, ja, Lagerschaden und deswegen verkaufe ich das Spiel als neu, ey. Also da bin ich echt gespannt, wenn sich das jemand kauft, dann weiß ich es auch nicht, ey. Und ich habe das jetzt für insgesamt 6 Euro ersteigert, was ja auch nicht wenig ist, ne? Aber das geht bei 70 Euro los, dort bei denen, da sehen die Verpackungen übelst scheiße aus. Hier, was ich jetzt gekauft habe, das geht ja wenigstens noch ein bisschen. Und Seelensilber, Soulsilber habe ich auch, das war ein richtiges Schnäppchen für 35 Euro. Yuri Teller geht daneben? Für 35 Euro auch komplett alles Pokewalker und so ein Scheiß. Das ist super. Super. Yuri Teller erreicht Level 20. Boah! Yuri Teller hier, der macht hier das Comeback des Jahres hier. Boah, könnte mich hier... Alter, ich würde mal gerne wissen, was ihr von den ganzen Kackspitznamen überhaupt haltet, ey. Und ich bin... Was? Yuri Teller? Nein! Tja. So sieht das halt aus, wenn man so eine niedrige Base Attack hat hier. Ich habe verloren. Das ist nicht logisch. Ja, wir müssen nochmal zurückrennen. Das ist doch zum Kotzen. Kann eigentlich unser Schmett hier zu keep? Ne. Sonst hätte ich den eingesetzt und hätte mit Ruckzuck-Peak draufgehauen, dann wäre der vielleicht schon so down. Als Glück ist die Stadt nicht weit weg, ey. Wir haben... Ich habe immer versucht, jeden Part irgendeine Arena-Order oder was auch immer zu kriegen. Aber jetzt kommt ja erstmal übelst lang... Gelatsche hier. Was sehr schön ist. So fühlt sich das wie eine richtige Reise an. Und nicht so wie bei den neueren Parts, wo hier alles so schön zusammenkomprimiert ist, wo nur Action ist und... Oh, oh, ein Doppelkampf! Ein Doppelkampf! Wir überrumpeln dich mit unserem Zwillingskraft. Ein Doppelkampf! Wow! Ausrasten! Schon der zweite Doppelkampf, ey. Das ist ja hier unglaublich, 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 ey. Aber Moment braucht wirklich, du Vogel, mehr Training als hier Yuri Teller, ne? Weil du Vogel kann ja nur Windstoß, ey. Was ist denn das, ey? Windstoß. Windstoß? So eine lächerliche Attacke. Bam. Tot. Alter, hast du gerade IGXen geschlagen? Alter, du wirst sterben dafür hier. Bam. So, ciao. Nebenan ist der Friedhof, ne? Kann sich dazu legen. Krasser Shit. Die Misai ist krass. Zwillingskraft ist weg. Gibt's hier unten was Schönes? Na los, Wanderus.
Hey, ich bin echt erstaunt von der Qualität hier, von der RGB-Qualität. Die ist echt geil, muss ich sagen. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Du hast es erfasst. Alter, und dann noch 5 Pokémon, ey. Komm. Mach mir das Leben noch mehr zur Hölle. Und dann am besten Karpados die ganze Zeit. Ey, hast du dich gerade hier getraut, mich zu schlagen? Bam, tot. Das müsste Tackle eigentlich auch reichen. Ich setze da mal Tackle ein hier. Pikachu. Okay, wir Yuritella. Yuritella kriegt das hin hier. Level 20. Jo, was geht? Yuritella am Start. Ey, das Level 19. Yuritella ist nicht offiziell, aber jetzt ist jetzt im Level. Oh! Im Level übelst gut hier. Bäm! Scheiße, kein Level ab. Maut sie nicht. Yuritella macht das. Den werden wir noch schön weiterentwickeln, ne? Ich habe mir nicht umsonst dieses WLAN-Adapter-Scheiß gekauft hier, damit ich schön aus der Ferne tauschen kann hier. Das müsste doch gehen, glaube ich. Psychstrahl. Na, also, wir haben jetzt erstmal unsere ganzen Slots gefüllt, ne? Jetzt muss Yuritella nur noch die ganzen richtigen Attacken lernen hier und nicht nur noch solche... Hier. One Hit. Das kriegt der Vogel nicht hin, ey. Nein. Jetzt will ich aber gucken, was stärker ist. Konfusion oder Psystrahl? Psystrahl. Nein. Oh, das ist sogar noch stärker, Alter, ey. Krasser Shit. Boah, fetter Shit. Psystrahl. Sehr effektiv, tot. Schau, was du getan hast. Ich habe dich besiegt. Ganz legal, ohne Cheats. Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Manchmal denke ich mir, haben die auf der Pokémon-Welt keine Hobbys oder so, die ganze Zeit irgendeinen Scheiß zu machen? Wie kriegen die ja Geld? Weil das ist bei denen so eine Friede, Feuer, Eierkuchenwelt und so, weißt du, wo alles. Wo nichts mit Geld bezahlt. Also, was heißt hier nichts? Oder wo Geld nicht so eine große. Wo einfach nur Geld da ist bei denen, ey. Jeder hat ein Haus, fast. Die ganzen Kiddies rennen mit 10 Jahren durch die Welt. Ja, das ist hier, das muss eine Welt sein, du, ey. Ja, klasse, ey. Wieso habe ich eigentlich das eingesetzt, ey? Ich verstehe das schon wieder nicht. Los, Yuritella. Ey, der kommt echt schnell hoch mit seinem Level, ne? Lorette. Nicorette statt Zigarette. Das ist das Einzige, was mir bei der einfällt, ey, bei dem scheiß Namen. Level up. Yuritella, Level 22. Mozi ist so süß. Alter, ey. Renn ich nochmal zurück? Oder... Ne, ich renn nicht nochmal zurück. Ich nehme den Gegengift hier. Wir machen noch Level Up bei IGXen. Raum gefressen. Bam. 43. Alter, ist das hier ein Tank? Nein! Alter, komm!
scheiß D-Pad. Das ist das einzige Video, was mir einfällt, ey. Ja, geil. So, wir haben kurz unsere Phase gehabt. Oder ich habe meine Phase kurz gehabt. Hey Boy, ich stehe hier. Mach den Weg frei. Oder ich überfahre dich. Mach den Weg frei. Mit deinem kleinen Bike dort, Junge. Scheiße. Wisst ihr, was wir mal machen? Ja, egal, gut. Jetzt fährt er ja nicht mehr rum. Sonst hätte ich mich mal mit meinem Fahrrad daneben gestellt und den überholt, Alter. Ey, dann hätte ich dir gezeigt, was der für ein Bike hat, ey. Komm, Yuri Teller macht das jetzt hier. Alter, ich will die scheiß Namen schon wieder, ey. Ich komm darauf nicht klar, ey. Bom, 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 tot. Irgendwie sehe ich nur Auflösungen, wenn sie mir das Geld ausgeben, ey. So, jetzt pass auf hier. Da haben wir einen Typen. Wo geht er hoch? Hier geht er hoch. Okay. So, pass auf. Da mit seinem Motorrad und ich mit meinem Fahrrad. Junge, du Loser, ich hab dich voll fertig gemacht. Der Motorrad spielt verrückt. Der Motorrad ist die PS-Kröte dort, die kannst du... Deine Gehhilfe kannst du gerne zur Seite stellen hier. Nimm mein Fahrrad. Alter, geil, ey. Abgezogen mit dem Fahrrad. Ein Bike fertig gemacht, ey. Alter, solche dummen Ideen, ey. Ich verstehe jetzt nicht manchmal, wie ich auf so eine Scheiße kommen kann, ey. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute sich einfach nur angucken wollen, wie ein Typ einfach nur das Spiel ganz normal durchspielt hier, ne? Oh! Den Level up sein können. Ja, aber Yuri Teller ist übelst stark, ne? OP. Der war schon damals OP, glaube ich. Overpowered. Tot. Yuri Teller erreicht Level 23. Reflektor. Was kann das? Lichtwand, die 5 Runden vor physischen Schäden. Nee, komm hier. Ja. Ein Carsten. Ah! Carstenstahl. So, wir fahren jetzt aber weiter mit dem. Okay, die Spiele mögen beginnen. Welche Spiele? Ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt noch bis zur nächsten Stadt. Schreite ich voran. Dann save ich mal und dann lade ich mal meinen Gameboy auf. Der ist hier schon seit einer Stunde auf Rot hier, ey. Und dann geht's das nächste Mal weiter. Hier, wir müssen jetzt nochmal am Vogel hier. Also ohne Witz, der Vogel braucht jetzt mal Training hier. Mit seinem Windstoß dort, das kann nicht sein. Töte es jetzt einfach mal. Ho, nicht schlecht, Vogel. Ich bin erstaunt. Quaputzi, jetzt geht's los. Die Weiterentwicklung also. Wir brauchen noch ein Wasser-Pokémon. Ein gutes Elektro-Pokémon. Okay, jetzt gucken wir mal, wie viel Ruckzuck zieht hier. Und fast genauso viel. Nein! Du Vogel! Schlaf nicht ein. Wie viel zieht Blubber ab? Ich bin jetzt aber auch wieder zu geizig, einen Aufwecker einzusetzen. Na gut, jetzt zieht ja auch nicht viel ab hier. Du kannst dich ruhig ausschlafen, das macht schon nichts. Alter Aquaknarre, jetzt geht's los hier.
Okay, gut. Zieht immer noch nicht viel ab. Komm, Vogel. Ich habe nichts dagegen, wenn du 1, 2, 3 Runden schläfst, aber du sollst demnächst mal bitte aufstehen. Na also. Ich mach's das mal andersrum, ne? Nicht gemein sein, sondern nett sein. Ich glaube, das Haus dort, war das zum Heilen da? Nee, ne? Bam. So, Level up für du Vogel. Lernst du jetzt bitte eine ordentliche Attacke? Das wäre sehr nett. Oh mein Gott, endlich, ey. Ich flipp aus, ey. Flügelschlag, ey. Scheiß auf Tackle, ey. Sandwirbel könnte ich nochmal nehmen hier. Flügelschlag, ey. Das wird nochmal Zeit, ey. Knapp vorbei ist auch daneben. Das sage ich auch immer. Was ist das hier? Tunnelfahrt. Wie jetzt? Ich wollte hochgehen. Du weißt viel über Pokémon. Doch, wie sieht das mit der Chemie aus? Ach so, nicht mit der Chemie, sondern wie mit Chemie hier. So, dann bringen wir was bei. Oh. Das war mein allererstes Shiny-Pokémon. Voltoball. Außer jetzt Gyarados Rot. Das war ja jetzt hier lächerlich, aber... Das war bei... Oh, Rubin? Ich glaube Rubin. Oder Smaragd, eins von beiden. Das sind ja die einzigen zwei Spiele, die ich habe. Im Kraftwerk da haben mich die Pokémon genervt dort die ganze Zeit. Und dachte mir, Alter, jetzt setzt du gleich den Schutz ein. Okay. Mein Gameboy ist tot. Ich muss mal kurz umstöpseln. Ich hoffe, es geht. Geht das? Ich bin schon gewundert, warum geht denn, warum macht denn jetzt gerade nichts? Aber mein Gameboy ist tot halt. Muss schon mal aufladen. Komm, das ist hier normal effektiv hier. Was heißt normal effektiv? Alter, hier, Level 23, 3 Level über dem. Und krieg das so kaputt hier, ey. Ich hasse dieses D-Pad, ey, ohne Witz. Bäm, Level 24. Der kommt wirklich schnell mit seinem Level voran hier. Au, oh, Kernschmelze. Ich bist doch kleine Kernschmelze hier. Hier ist doch kein Tunnelpfad, oder? Doch! Warte mal, wo führt das hin? Bam, bam, bam. Ja. Demisai ist auf dem Weg. Ah, dann nimmt das immer ein Ende, danke. Was ist denn das hier? Route 7? Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Hä, wo ist das? Okay. Ich habe jetzt ein, ich habe jetzt eine Karte. Karten. Von wo komme ich denn? Von hier. Okay, Moment. Ich gehe erstmal dort lang. Und guck, ob es dort weitergeht. Die Musik ist chillig. Aber wieso muss... Na gut, es muss halt schon ein bisschen länger sein. So, das war der Tunnelpfad. Und die lassen mich hier bestimmt nicht durch, ne? Was ist denn eigentlich hier unten? Achso, das war der Biker hier. Mit seinem kleinen Fahrrad da. Ja, okay, gut. So.
So. Also müssen wir doch hier lang. Musik ist zum Genießen. So, und hier komme ich bestimmt auch nicht weiter, ne? Weil der Typ auch was zu trinken haben will, ne? Ja. Halt, stopp! Jetzt rede ich. So, Prismania City, willkommen. Erstmal Heili, Heili. Yeah. Mm. Was macht man? Beat aus dem Scheiß hier. Die Pogeflügel liegt in. Okay, ja, die brauchte ich vielleicht mal. Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich den Radweg benutzen. Alter, ihr seid alle so cool, ey. So, ich würde meinen, halte dich aus Team Rockets Angelegenheit heraus. Okay, gut, alles gleich. Mach mal so. So, Leute, ich save hier ab. Das wäre es jetzt erstmal für mich. Ich machen hier nächsten Part weiter. Logischerweise, ne? Wir sind die letzten paar Parts nur gereist, ist ja auch okay. Du musst ja irgendwie. Ist Standard. Gut. Ich will das jetzt nicht weiter hinauszögern. Ich wünsche euch einfach nur einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.